Hallo Freunde, willkommen zurück zu Fallout 4. Wir sind in einer alten Kirche. Wir sind, sind dem Freedom Trail gefolgt in der letzten Episode. Und jetzt sind wir auf der Suche nach der Railroad. Ich hab's gewusst. Wir wollen hier einfach nur reden. Was war das? Hey, Sie sind hier! Ich frage mich, ob das bei anderen Journalisten auch zum Alltag gehört. Nein, da bist du sehr speziell, Piper. Du und Stress. Wenn du willst, kann ich etwas für dich tragen. Ihr gehört einfach zusammen. So, hier haben wir ein Bahnsymbol. Licht am Ende des Tunnels quasi. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass hier irgendwas mit der Railroad läuft. Ein Ort so runtergekommen ist. Du kannst ja hier bleiben und ihn wieder aufbauen. Gibst ihm ein bisschen einen weiblichen Touch mit einer eigenen Verkaufsstelle für Bibelzeitung meinetwegen. Wird bestimmt voll super. Bevor die aufstehen, sind die, glaube ich, mit einem Schuss zu erledigen. Ich bin mir auch fast sicher, dass ich Munition verschwende, weil ich hier auf jeden Leichnam schieße. Aber das ist mir eigentlich lieber, als überrascht zu werden. Dementsprechend... Was war denn das? Licht. Auch nicht schlecht. Ja, der Pip-Boy kann natürlich auch hell leuchten, um in der Gegend ein bisschen... Lou, hier stimmt was nicht. Darauf kommst du jetzt. Na gut, der ist da oben, das geht mich nichts an. Ja, aber mit der Taschenlampe können wir natürlich auch mal die dunklen Ecken ein bisschen... ausleuchten. Nachteil bei der Geschichte ist natürlich... wenn du leuchtest wie ein Weihnachtsbaum, ist es schwer zu schleichen. Ja, klare Sache. Da geht's um diese Geschichte. So, jetzt geht's aufs Codewort. Ich hoffe, ihr habt mir das in die Kommentare geschrieben. Na Quatsch, ich kenne das natürlich. Dreht sich. Oh, echt? Okay. Ah. Fängt also mit R an. Rail? Und wenn wir auf der rechten Seite, dann drehen wir es gerade in die andere Richtung. Soweit. So gut. Sehr kreatives Passwort, wenn du auf der Suche nach der Railroad bist. Irgendwann muss ich hier mal herkommen mit einem Raketenwerfer und einfach mal auf diesen Punkt feuern. Wird bestimmt saulustig. Aber heute geht es erstmal darum, dass wir hier friedlich durchgehen. Stehen bleiben. Du hast dir eine Menge Mühe gemacht, dieses Treffen zu arrangieren. Aber bevor wir fortfahren, beantwortest du mir ein paar Fragen. Wer zum Teufel bist du? Mit einem Fatman hier reinhalten wäre auch nicht schlecht. Ich bin dem Weg der Freiheit gefolgt, um die Railroad zu finden. Ich bin nicht euer Feind. Wenn das wahr ist, hast du nichts zu befürchten. Wer hat dir verraten, wie du mit uns in Kontakt treten kannst? Da war so eine Ziege mit einer Trompete und... Ich habe in Diamond City ein Gerücht über euch gehört. Verstehe. Ich bin Desdemona. Und ich bin die Anführerin der Railroad. Und du? Deacon, wo warst du? Ihr feiert eine Party? Warum bin ich nicht eingeladen? Ich brauche Informationen. Wer ist das? Wow, Sondermeldung, Boss. Der Kerl hier ist da draußen eine ziemlich große Nummer. Ach, Charmeur. Schön, dass das jemandem aufgefallen ist. Weißt du, du bist eine echte Berühmtheit. Des, hast du allen Ernstes noch nicht von ihm gehört? Er ist der Anführer der Minutemen.
Offenbar folgt das gesamte Commonwealth seinen Befehl. Du bürgst also für ihn? Ja, vertrau mir. Wir brauchen einen Verbündeten wie ihn. Das ändert einiges. Also, warum wolltest du dich überhaupt mit uns treffen? Eigentlich wollte ich den Leuten, die sich meine Videos angucken, einfach mal zeigen, wie die bei der Railroad so drauf sind. Ne? Ich habe meine Gründe. In Ordnung. Wenn wir mit dir zusammenarbeiten, müssen wir auf derselben Seite sein. Du weißt, was ein Synth ist, oder? Yep, synthetische Lebewesen. Sagen wir es mal so. Etwas. Ja, ich bin bestens über sie informiert. Gut. Das weitläufiger die Beschreibung. Als ihr Eigentum, als Werkzeuge. Ja, also das geht ja nun wirklich nicht. Hört sich nach Sklaverei an. Ganz genau. Es ist unser Ziel, die Synths von ihrer Knechtschaft zu befreien. Ihnen eine Chance auf ein echtes Leben zu geben. Die entscheidende Frage ist, würdest du dein Leben für deine Mitmenschen aufs Spiel setzen? Auch wenn es sich dabei um Synths handelt. Weißt du, Leben ist schwer zu definieren. Ich habe einmal geschworen, meine Landsleute mit meinem Leben zu verteidigen. Ich sehe da keinen Unterschied. Gut gesagt. Jemanden mit deinen Fähigkeiten und Ansichten würden wir normalerweise rekrutieren. Aber im Moment fehlt uns die Zeit, neue Agenten auszubilden. Es gibt jedoch andere Möglichkeiten, wie du deinen Beitrag leisten kannst. Und im Gegenzug helfen wir dir. Deacon erklärt es dir genauer. Du kannst jetzt gehen. Oh, das ist aber nett. Super, da haben wir die Railroad gefunden. Desdemona ist die Anführerin und... Naja, die sind super misstrauisch. Alles okay, Papa? Was guckst du mich so komisch an? Wir müssen hier dringend was zu essen auftreiben. Die guckt mich an, als wäre ich ihr Mittagessen. Das gefällt mir nicht. Okay, da geht's los. Spionagehandwerk. Die Railroad ist so eine Untergrundorganisation. Haha, wer hätte es gedacht? Und die sind extrem auf Geheimhaltung und ja, Geheimdienst ausgelegt, könnte man sagen. Die arbeiten gegen das Institut. Die wollen die Synths befreien, das habt ihr mitgekriegt. Und dementsprechend, wenn wir uns denen anschließen sollten, dann kämpfen auch wir gegen das Institut und versuchen Synths zu befreien. Und dann gibt es da jede Menge Missionen und auch einiges an Politik. Im Spiel gibt es effektiv drei große Parteien. Das ist zum einen die Railroad, die wir gerade eben kennengelernt haben. Dann natürlich die Stählerne Bruderschaft. Da haben wir einen Paladin... Deacon, glaube ich, war sein Name, gesprochen. Waren auch schon mit dem unterwegs. Der hat uns auch eingeladen, als Rekrut zur Bruderschaft zu kommen. Dort könnten wir dann auch die Ränge aufsteigen. Dort würden wir eine eigene Powerrüstung bekommen, die wir aber halt nicht benutzen würden, weil ihr am Anfang gesagt habt, ihr wollt keine Panzerung oder Rüstung haben. Ja, und die Stählerne Bruderschaft ist auf der Suche nach Technologie und will den Missbrauch von Technologie verhindern, um einen weiteren Krieg zu verhindern. Auf der anderen Seite sammeln die selbst Technologie, setzen diese Technologie ein und kommen dann mit Krieg um die Ecke. Also ein bisschen so eine extreme Richtung bei der Bruderschaft. Die haben eigentlich nur entweder du bist für uns oder gegen uns Einstellung und alles, was nicht menschlich ist, wird vernichtet. Also die sehen es auch nicht ein, dass irgendwelche intelligenten Ghule, wie zum Beispiel der Bürgermeister von Good Neighbor, der ist ein Ghul, der muss vernichtet werden, ganz egal, ob der intelligent ist oder nicht. Synths werden vernichtet, weil es sind keine Menschen und so sind die halt drauf. Die machen alles platt, was gegen sie ist und ohne Rücksicht auf Verluste. Die Railroad möchte den Synths helfen und ist auch sehr tolerant gegenüber Ghulen und ähnlichen Dingen, hauptsächlich Geheimdienst und ja, kochen ihr eigenes Süppchen gegen das Institut. Die Stellende Bruderschaft kämpft ebenfalls gegen das Institut, weil die Technologie benutzen und die Stellende Bruderschaft eben der Meinung ist, Technologie muss geschützt werden und darf nicht in die falschen Hände geraten. Und laut Stellender Bruderschaft ist das Institut die falsche Hand. So, kommen wir zur dritten Fraktion. Das ist das Institut. Wir können uns tatsächlich dem Institut anschließen. Kämpfen dann quasi Seite an Seite mit den Synths. Da gibt es verschiedene Klassen in der Gesellschaft des Instituts. Es gibt Forscher, die sind im Prinzip das obere Ende, die regieren im Institut. Dann gibt es die menschenähnlichen Synths, da habt ihr schon viele Geschichten gehört.
Und dann gibt es die nicht menschenähnlichen Synths, also Mark 1 und 2, die Generationen. Und die sind tatsächlich Sklaven und Arbeiter, die einfach eine programmierte Aufgabe haben. Die haben auch eigentlich kein echtes Bewusstsein. Nur die Mark 3 Synths, die haben menschenähnliches Aussehen oder menschliches Aussehen. Die haben auch ein Bewusstsein, was halt unterdrückt wird. Und genau um die geht's denen in der Railroad. Die sollen befreit werden. Wenn wir beim Institut sind, ist natürlich nichts mit Synth befreien. Dann arbeiten die für uns. Wir erhalten dann Zugang zum Institut. Und da Hilfe und Unterstützung, auch einige Aufgaben. Über die Ziele vom Institut möchte ich jetzt mal nicht zu viel verraten. Es geht denen aber hauptsächlich darum, die Menschheit wieder aufzubauen und ein bisschen unter sich zu bleiben. Die wollen halt nicht gestört werden. Versuchen aber wieder Pflanzen anzubauen, versuchen auch die Menschheit zu verbessern und Technologie zu vermitteln. Die sind also nicht ganz der Bösewicht, sage ich mal. Es gibt ja nicht einfach nur Gut und Böse. Es gibt verschiedene Ziele und Weltanschauungen. Und das Institut bleibt unter sich, um sich zu schützen. Und da die so voller Geheimnisse stecken, begreifen die Leute in der Welt draußen nicht, um was es denen im Institut geht. Und die vom Institut haben auch keine echte Absicht, das jedem zu erklären. Die machen einfach und dann sind die natürlich der Buhmann, weil vieles falsch verstanden wird. Aber gut, das sind diese drei Fraktionen. Und jetzt möchte ich von euch dann wissen, zu welcher Fraktion wir dazugehen. Die Minutemen sind so als vierte Fraktion ein bisschen neutral. Die kann man weiterentwickeln, das findet man ja auch so früh schon im Spiel. Und die laufen parallel mit, egal für welche Geschichte oder für welche andere Fraktion wir uns entscheiden. Deshalb werde ich auch weiterhin bei den Minutemen bleiben. Und man kann das Spiel auch beenden, ohne effektiv bei einer Fraktion so richtig dafür zu sein. Man kann das auch mit den Minutemen machen, aber das ist kompliziert und da muss man einige Entscheidungen speziell dafür treffen, die ansonsten eigentlich wenig Sinn machen. Also wir gehen zu irgendeiner der drei großen Fraktionen, das heißt entweder zur Railroad, zur Stählernen Bruderschaft oder zum Institut. Abstimmung dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ich lasse das einfach mal 2-3 Tage laufen, je nachdem wie das jetzt mit den Aufnahmen noch läuft. Und dann schauen wir da mal. Das bedeutet, wir machen jetzt erstmal noch ein bisschen anderen Kram in der Zwischenzeit. Schon so ähnlich wie bei der Sache mit Viper. Als erstes gehen wir mal zurück nach Diamond City und sprechen mit Nick. Und da wir jetzt einige neue Gebiete hier auf der Karte haben, können wir uns wahrscheinlich auch die Sache mit der Schnellreise erlauben. Hier leuchtet jetzt natürlich das Gespräch mit Deacon. Wenn wir uns mit dem unterhalten, kommen wir zur Bruderschaft. Dann kriegen wir quasi eine Einführungsquest. Ganz ähnlich wie mit dem Paladin, wo wir dann hier bei ArcJet Systems waren. So eine ähnliche Einführungsquest gibt es dann auch bei der Railroad. Und dann kommen wir immer mehr in deren Organisation rein und werden da quasi initiiert. Aber bis ihr euch entschieden habt, warten wir damit erstmal noch. So, Detektiv Valentine und Bunte Stadt, die werden wir jetzt mal abgeben. Ansonsten, wir haben noch Gespräche mit Preston und ich hatte gesagt, ich möchte mir den Teil hier oben der Karte mal ein bisschen genauer angucken. Im Prinzip östlich des Highways, den ganzen Bereich, insbesondere den Teil hier oben, Salem. Könnte einigermaßen interessant werden dort. So, aber jetzt erstmal Diamond City, Farbe abgeben und mit Nick sprechen. Hi. Ja, dir auch ein Hi. Weg von diesen Augenbottern da, die das Radioprogramm übertragen. Ja. YouTube findet das Radioprogramm hier nicht so toll. Alle fangen so komische Sachen an wie du? Das heißt hier komische Sachen. Lederrüstung, Militäruniform, Polizeisonnenbrille und eine Melone. Melonen sind toll. Ellie, bist du da? Nick? Bin gespannt. Yay. Wie gut, du bist es wirklich. Tja, diese Visage ist wirklich nicht zu verwechseln. Du lachst dem Tod ins Gesicht, aber eines Tages wird er zurücklachen. Nicht solange ich Freunde habe, die mich unterstützen. Du hast Nick, diese Agentur und meinen Job gerettet. In der Reihenfolge. Danke. Gern geschehen. Ja?
Du stürzt dich wohl ständig in unheimliche Vorkriegsruinen, richtig? Ich bin ja selber eine Vorkriegsruine. Ich weiß, wir hatten keinen Preis ausgemacht, als du dich auf die Suche begeben hast, aber du bekommst eine Belohnung. Und einen kleinen Zuschuss. Falls du Arbeit suchst und gern Detektiv spielst, könnte Nick durchaus einen neuen Partner gebrauchen. Hey, ein Fall nach dem anderen, Ellie. Wir haben hier jemanden, der vorher unsere Hilfe braucht. Gut, kommen wir zum Geschäft. Setz dich. Mach's dir bequem. Ja, hier liegen jetzt Fallakten rum. Und da kann man im Prinzip Fälle von Nick übernehmen und selbst ein bisschen Detektiv spielen, Hinweisen nachgehen, mit Leuten reden und so weiter. Ziemlich interessante Geschichte hier. Erzähl mir alles, egal wie schmerzhaft es ist. Okay. Wenn man Ereignisse wiedergibt, fängt man entweder beim großen Ganzen an und arbeitet sich zu den Details vor, oder man fängt quasi im Zentrum des Ganzen an und arbeitet sich nach außen hin. Ich würde sagen, es geht erstmal um Sean. Fangen wir bei dem an, was das Wichtigste ist. Sean. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Warum sollte ihn jemand entführen? Gute Frage. Warum gerade deine Familie? Und warum ein Kleinkind? Jemand müsste für ihn sorgen. Immerhin ist er noch ein Baby. Was kannst du mir noch erzählen? Gut, direkt bei Sean war der Mord. Also gehen wir mal dort weiter. Meine Frau wurde ermordet. Sie wollte Sean beschützen und dann haben sie einfach... Schon in Ordnung. Du musst nichts mehr sagen. Also kaltblütige Killer, die aber gewartet haben, bis etwas schief ging, um dann Gewalt anzuwenden. Da haben wir es. Das war kein Zufall. Wer auch immer dein Kind entführt hat, ging planmäßig vor. Viele Gruppen im Commonwealth entführen Leute. Raider, Supermutanten, die Gunner. Und natürlich das Institut. Ja, also Supermutanten waren es nicht. Die kennen wir inzwischen, die sind groß und grün und die standen einfach nicht bei uns im Vault rum. Raider, da könnten wir mal fragen, oder? Glaubst du, es könnten Raider gewesen sein? Das bezweifle ich. Die können sich nicht mal selbst organisieren, geschweige denn sowas Kompliziertes hinbekommen. Okay, und dann vielleicht die Gunner? Wer sind die Gunner? Erfahrene Söldner. Für die ist kein Job zu brutal. Sie könnten es gewesen sein, ziehen aber bestimmt nicht die Fäden. Naja, wenn das Söldner sind, dann arbeiten die für irgendjemanden. Meistens jedenfalls. Du glaubst also, das Institut steckt dahinter? Tja, die sind der Buhmann des Commonwealth. Wenn was schiefläuft, beschuldigt sie jeder. Ist auch verständlich. Ihre ersten Synths nehmen ganze Städte auseinander und töten jeden, der im Weg steht. Es gibt auch neue Modelle, fast menschlich, die Städte infiltrieren und im Hintergrund die Fäden ziehen. Aber niemand weiß, warum sie es tun, was ihr Plan ist oder wo sie sind. Nicht mal ich. Und ich bin selbst ein Synth. Also ein ausrangierter Prototyp. Da wollte ich dich sowieso mal fragen. Du bist ein Prototyp? Soweit ich weiß. Ich habe noch nie einen Synth wie mich gesehen. Die Älteren sind dumm wie Brot und ganz aus Metall. Die Neueren fast menschlich. Ich bin irgendwo dazwischen. Ja, möglicherweise Generation 2, nicht wahr? Wie auch immer. Ich muss Sean finden. Stimmt. Diese Spekulationen lenken uns nur ab. Konzentrieren wir uns auf das, was du weißt. Wie sahen die Entführer aus? Puh. Ich bin so unglaublich schlecht darin, Personen zu beschreiben. Ich fange meistens an mit zwei Augen, zwei Ohren, zwei Löcher in der Nase und dem Mund. Die Frau trug eine Art Schutzanzug, glaube ich. Der Mann hatte so ein Metallding an seinem Arm. Vielleicht eine selbstgebaute Rüstung. Viele Söldner machen das, um hart auszusehen. Der Schutzanzug ist interessant. Sowas können sich nur wenige Söldner leisten. An was erinnerst du dich noch? Ja, also, es war Winter und... Der Kerl, der meine Frau getötet hat, er trug eine Handfeuerwaffe. Dieses Geräusch. Vielleicht ein großkalibriger Revolver. Ha, langsam bekomme ich eine Vorstellung von unserem Täter. Kannst du mir noch mehr erzählen? Lass sie schottert. Die Stimme werde ich nie vergessen. Tief und rau, wie Schmirgelpapier. Ha, das ist nicht viel. Aber eine harte und autoritäre Stimme kann einen in diesem Geschäft weit bringen. Was noch? Jetzt kommt's. Einer kam ganz nah ran. Er hatte eine Glatze und eine Narbe, die quer über sein linkes Auge ging. Warte. Das kann nicht sein. Du hast nicht etwa den Namen Kellogg gehört? Nein, von Cornflakes war nicht die Rede.
Nein. Sie haben ihren Namen nicht genannt. Ah, das wäre ein extremer Zufall. Ellie, was wissen wir über den Fall Kellogg? Die Beschreibung passt. Glatze, Narbe, macht gefährliche Söldnerjobs. Aber niemand weiß, wer sein Auftraggeber ist. Und er hat hier ein Haus gekauft, oder? Hatte er nicht ein Kind dabei? Ja, genau. Das Haus in den verlassenen West Stands. Der Junge war ungefähr 10 Jahre alt. Und da hängt der Hammer. Wir wurden nach der Entführung wieder eingefroren. Wir können unmöglich sagen, wie viel Zeit vergangen ist zwischen der Entführung und dem Zeitpunkt, wo wir wieder aufgewacht sind. Das könnten noch mal 100 Jahre gewesen sein. Wäre dieser Kellogg einfach nur ein Nachfahre? Er wohnt hier? Könnten wir das auch nicht sagen. Er ist noch in der Stadt? Beide sind vor einer Weile verschwunden, wenn ich mich recht erinnere. Aber das Haus ist noch da. Schauen wir doch bei Kelloggs letzter Anschrift vorbei. Vielleicht finden wir raus, wohin er verschwunden ist. Die Sicherheit ist dort nicht sehr präsent. Daher solltet ihr vorsichtig sein. Das bin ich immer. Ja, das haben wir gemerkt. Oh Mann. Ja, deshalb, wir können unmöglich sagen, ob ein Jahr vergangen ist zwischen Entführung und wir tauen wieder auf. Oder ob das 10 Jahre waren und Sean jetzt dieser 10-jährige Junge ist. Es könnte noch 100 Jahre vergangen sein und Sean könnte tot sein. Und dann wäre eigentlich auch der Entführer tot und dieser Kellogg ist ein anderer. Ich meine, eine Glatze und eine Narbe. Ich glaube, damit laufen mehr als 2 Leute rum. Ich wollte nicht, dass Ellie es hört, aber dir sollte ich es sagen. Alles, was ich über Kellogg herausgefunden habe, ich will dir ja nicht vorschreiben, mit wem du befreundet bist, aber mit Piper hat man nichts als Probleme. Schnell, sauber, gründlich. Hat keine Feinde, weil sie alle tot sind. Bis auf dich. Zu 90% das möchte ich auch dabei behalten. Es ist nicht nur sein Aussehen. Auch die Vorgehensweise ist ganz die seine. Ein Baby mit einem kleinen Team zu entführen und einen Elternteil am Leben zu lassen? Das bekommen nur wenige Söldner im Commonwealth hin. Naja, wie gesagt, das könnte ein bisschen knifflig werden. Da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen recherchieren, wie das dann abläuft. Ob das wirklich unser Mann ist und hin und her. Naja. Da wären wir. Halt die Augen auf, ja? Oh, Meisterschloss. Mal sehen, fantastisch. Ob ich die aufkriege. Da fällt mir ein, wir haben, glaube ich, jawohl, ein Level Up. Da können wir mal gucken. Schade. Meisterschlösser können wir erst beim nächsten Level Up machen. Das ist was Blödes aber auch. Okay. Wir könnten Einsamer Wanderer 2. 25% mehr Schaden, da kommt das dann, aber halt erst auf Level 40. Besser schleichen. Wir könnten auch die Sache Gewehrschütze verbessern. Wir könnten auch Revolverheld verbessern. Alles im Prinzip, wo dieser Stern leuchtet, das könnten wir verbessern. Ninja 2 haben wir schon. Ach du Schande. Aber ich wollte mal Scharfschütze machen. Wir verbrauchen weniger Aktionspunkte, wenn wir die Luft anhalten. Das heißt, wir können auf Entfernung erstmal das Feuer öffnen. Und wenn der Gegner dann auf uns zugerannt kommt, können wir immer noch Watts benutzen. Und bei den nächsten Stufen können unsere Scharfschützengewehre dann das Ziel zu Boden werfen oder wir machen einfach nochmal extra Präzision auf Kopftreffer im Watz. Dann ja, schalten wir die Ziele noch schneller aus. Also ich würde sagen, das nehmen wir erstmal mit. Und ja, wenn ich offscreen mal wieder dazu komme, an den Siedlungen weiter zu basteln, werde ich langsam aber sicher mal diese Sache mit dem lokalen Anführer angehen. Wir haben inzwischen wahnsinnig viele Möglichkeiten und ja, viel zu wenig Punkte eigentlich. Das wird noch ziemlich interessant. Lebensspende ist eine meiner Lieblingsfähigkeiten. Ab Stufe 3 wird das richtig toll und Stufe 3 kriegt man ab Level 20, aber das schaffe ich unmöglich. Dann müssten wir noch 2 Level in Ausdauer packen und dann 3 daran, das sind 5 Level. Dann ja, ist außerdem nicht so ganz unser Stil, oder? Wir sind absichtlich fragil und nicht so stark. Und verlassen uns auf andere Fähigkeiten. Und bisher kommen wir damit eigentlich auch ganz gut zurecht. Das ist mal ein Schloss. Hast du was zu verbergen, Kellogg? Modsnap, das Schloss ist auf der anderen Seite, oder? Ich glaube nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Ja, Meister. Brauchen wir noch ein Level Up? Ein Glück? Dann müssen wir den Schlüssel finden. Und da
Hängt der Hammer. Plattform da hinten, in der Nähe des Stadtrands? Das ist der Aufzug zum Büro des Bürgermeisters. Frag doch dort mal nach. Ich bleibe hier und versuche, das Schloss aufzubrechen. Ja, da hast du bestimmt Erfolg. Okay. Der ist ausgezogen, das heißt, der Bürgermeister wird wohl den Schlüssel haben und den sollen wir organisieren, um hier reinzukommen. Dann geht's mit der Hauptstory weiter. Ich werde allerdings den Schlüssel jetzt nicht sofort besorgen, denn wie gesagt, ich habe hier noch ein, zwei Dinge vor. Zum einen, wie gesagt, hier oben die Landschaft ein bisschen angucken. Und vorher, das habe ich die ganze Zeit vergessen, hier unten irgendwo gibt's eine relativ interessante Mini-Quest, wo es einen Strahlenschutzanzug gibt. Und den möchte ich uns eigentlich auch noch beschaffen. Das heißt, in der nächsten Episode machen wir uns auf den Weg hier Diamond City verlassen, Richtung Norden über die Brücke. Und dann werden wir mal schauen, dass wir hier eventuell die Sidequest machen mit dem Strahlenschutzanzug. Das mit dem Schlüssel läuft uns nicht davon. Da haben wir noch eine Menge Zeit. Das ist Hauptstory-Quest, um eben Sean zu finden. Die Sache bleibt hier noch verfügbar für eine ganze Weile. Okay, das wäre es für heute gewesen. Denkt an die Abstimmung in der Beschreibung unten. Wenn ihr nicht sagt, zu welcher Fraktion ihr kommen möchtet, ist es garantiert die falsche. Okay, wir sehen uns also morgen wieder. Bis dahin, dann macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.